Ja, hallo Olli. Ich habe gerade deinen Beitrag gesehen und warte, ich muss mal kurz zurückklicken, den du eben gerade veröffentlicht hast unter den Titel, obwohl, naja, das sage ich jetzt mal nicht, aber ich sag mal, weil kann ja sein, dass du dann wieder gesperrt wirst und das will ich also nicht. Da geht es halt um Atomkraftwerke. Ja, Grugu, sag mal was. Also, ich kann dir sagen, warum in Deutschland keine neuen Atomkraftwerke mehr gebaut werden dürfen, da ansonsten die Stiftungsgelder alle futsch gehen würden wegen dem Generationsvertrag. Das haben die mal so unterzeichnet. Und bevor Merkel gegangen ist, wurde das eben halt über die Große Koalition so entschieden, dass keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden dürfen in Deutschland. Ja, das wollte ich dir noch mal so erzählen. Es gibt keine Stromspeicher in dem Sinne. Wir besitzen hier in unserem Haus keine Solarpanels, aber unterschiedliche Leitungen mit unterschiedlichen Zapfstellen sozusagen. Wie das System direkt funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass in einer Abstimmung auch im Bundestag diese Umlagen, glaube ich, gar nicht mehr gestattet sind. Ob das da, ich habe es ja auch nicht mehr ganz verfolgt, muss ich sagen. Diese Umlagen sind nicht mehr erlaubt. Also, dass dann quasi der eine ohne Strom oder mit wenig Strom dasteht, und der andere dann einen Mehrverbrauch hat. Aber die Kosten dann so aufgeteilt werden. Das ist noch ein ganz altes System. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr erlaubt oder so. Deswegen sind wir in so einem schwebenden Verfahren, weil es ja in dem Sinne momentan durch verschiedene Fördermaßnahmen eigentlich auch keine Ausweich-Sozialwohnungen gibt. Auch insbesondere in unserem Bereich nicht. Also wir durch das Gefahrengebiet an sich, was ja dann auch noch mal erweitert wurde. Das war ja der Kritikpunkt damals. Ich weiß gar nicht, wann ich mich drüber aufgeregt hatte. Ich glaube 2016, 17, dass sie die Gefahrengebiete immer nur erweitern wollen. Und dadurch steigt das Risiko-Investment-Anteil. Also ich kaufe Sachen ein, die ich normalerweise nicht benötigt hätte, um diese einzusetzen, um das Haus quasi zu stabilisieren, was ich aber nicht soll, weil eigentlich andere Träger dafür verantwortlich wären, diese Häuser zu retten, was sie aber nicht tun. Dürfen vielleicht auch nicht mehr, ich weiß es nicht. Einige Senatsbeschlüsse sind nicht öffentlich. Die sind nach der Abstimmung erst ersichtlich für so doofe Menschen wie mich quasi oder für die Presse tauglichen Anteilnehmern, sagen wir es mal so. Die spielen ja auch nochmal eine Rolle, inwieweit jetzt nun Häuser erhalten werden in solchen Gebieten oder eben nicht.
Deswegen haben sie auch nicht mehr gehandelt, sondern sie haben ja nur noch abgehandelt. Die haben ja hier Mieter auch illegal einfach rausgeworfen. Und das ist das, warum es Streit gibt, glaube ich, jetzt unter einzelnen Mietparteien und den ihren Wohnzuständen. Da ja auch so ganz viel abgegriffen wird an Eigenbeteiligung. Das war ja der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ey, ich muss da jetzt handeln, das geht nicht, dass sich die Leute hier auch noch gegenseitig fertig machen deswegen, da das ja nicht dem Erhalt dient, sondern einer gegenseitigen Zerstörung und das ist eben halt nicht so mein Wille. Spielt ja auch noch mal mit rein. Und ja, jetzt werden die mehr oder weniger alle von, sage ich mal, Psychiatrien, Rechten betreut, von Beratungsstellen, die wahrscheinlich noch versuchen entgegenzuwirken. Und im Grunde genommen auch schon zum Teil ja desaströsen Strukturen im Umgang untereinander. So, und ich habe dann an dem Punkt, was dann irgendwie das globale ideologische System betrifft, da geht es eben halt um Anerkennung in Gebäudegutachten beispielsweise, dass dann Neubauten passieren aufgrund auch von Namensnennungen oder Straßen von Namensnennungen oder Denkmäler, ja, geschlossene Bezirke unter ihren eigenen Statuten wird es eben halt nicht gerade uns einfach gemacht und deswegen leben wir hier in diesem Bereich ja auch nicht so kostenlos, ne? Vom Ding her. Also, aber momentan wurde ja viel auch umgelegt. Vielleicht entlastet uns das ja wieder. Mit ein bisschen Hoffnung und Glück ist das vielleicht auch so. Und ja, aber warum in Deutschland keine AKWs mehr gebaut werden, liegt an den Stiftungen selber, weil die nämlich ansonsten finanziell ins Aus geraten könnten. Wegen dem Generationsvertrag. Dazu muss man sich so ein bisschen auskennen, woher eigentlich diese ganzen Stiftungen herkamen. Also es werden ja auch immer wieder neue gegründet, also so, ne? Aber um sowas geht das. Also um die alten Stiftungsgeber und dem ihren Erhalt und diesen Stromrücklagen und auch Provisionen, die laufen und ja auch so ein bisschen die Ansprüche auf gewerbliches Schaffen. Na, Gru-Gru? Habe ich das gut erklärt? Aber es will, viele Leute können sich damit auch nicht auseinandersetzen. Das ist auch von der Intelligenz manchmal, glaube ich, oder ja, nicht von der Intelligenz, ich glaube vom Umfang sehr viel, das auch so zu begreifen. Denn wir haben ja nochmal so einen Sonderpunkt durch den Autobahndeckel und dass die Schulen und der Abenteuerspielplatz und Einzelhäuser in der Lage in die Senke gesetzt wurden und
das natürlich bei Überschwemmungen gravierende Folgen haben kann. Deswegen ist das auch alles Neubaugebiet in naher oder ferner Zukunft. Und deswegen, ja, möchte ich eigentlich auch nicht, dass so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Müllpark oder so entsteht. Aber da bin ich ja schon seit zig Jahren am Rummeckern und auch nicht, dass die sich hier so gegenseitig ausstechen wegen Peanuts. Denn die haben ja für den Deckel und die Unterführung und Untertunnelung mehrere Millionen Euro ausgegeben. Der Deckel ist im Grunde genommen eine Notfalllandebahn für Flugzeuge. Ja, deswegen hat sich die Infrastruktur vielleicht im Ansehen erstmal gebessert, aber für einige Bewohner in dieser Gegend eher verschlimmert. Und natürlich nutzen Menschen so ein System eiskalt aus. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht unter die Räder gerät, einfach. Ja, das jetzt mal dazu, zu dem Thema. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin ja, ich höre mir ja immer so an, was ihr auch zu sagen habt. Also nicht immer so übel nehmen, wenn ich mal einiges okay finde und anderes dann irgendwie nicht so okay. Das ist aber auch bei mir emotional bedingt, glaube ich, dass ich dann mal Dinge gut finde und mal nicht so gut oder so. Und ich mich irgendwie hier auch ein bisschen mit der Gemeinde ziemlich rumstreite, deswegen. Also nicht mit jedem. So im Umgang draußen sind wir alle ganz nett zueinander. Gott sei Dank. Aber ja, die, sage ich mal, die Bedingungen wurden hier bei uns akut ein ja auch ein bisschen erschwerter. Und da muss man dann aufpassen, dass man nicht irgendwie so dadurch in die Ecke gedrängt wird über Profilgehabe Dritter, sage ich es mal so. Ja, ich melde mich nochmal, Olli. Ich wünsche dir erstmal alles Gute und bis dann. Tschüss.